alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy! Oh, Gott sei Dank. Jetzt beruhige dich, Heppo. Das war doch nur ein Spaß. Aber das war nicht lustig, Buggy. Was ist passiert? Ich habe mir einen Spaß mit Heppo erlaubt, aber ich glaube, es war wohl ein Kaboom zu viel. Buggy, du solltest keinen Quatsch machen, wenn wir Häuser abreißen. Ich weiß, Wendy, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt sieh dir an, was ich getan habe. Jetzt haben wir ein Problem. Der Schornstein hat auf der Seite ein Loch. Wenn wir ihn sprengen, fällt er auf die Straße. Oh nein! Heißt das etwa, du kannst ihn nicht sprengen, Bob? Wir können ihn nur mit Sprengstoff sicher zum Einsturz bringen, Heppo. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass er zur richtigen Seite fällt. Also müssen wir erstmal das Loch dicht machen. Wir müssen ein Gerüst bauen, um da ranzukommen. Wir helfen euch, Bob. Ja, und ich mache auch keinen Quatsch mehr. Das verspreche ich. Okay, Team. Um den Schornstein müssen wir uns zuerst kümmern. Wir beeilen uns, aber wir sind vorsichtig. Verstanden, Bob. Verstanden, klar, Bob. Ja, wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So. Alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcornmaschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Claro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns vor den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, einen dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti.
Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt... Tut mir leid, verlassen? Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Bleib länger. Bitte, Dennis, tu es für mich. Ich wünschte, ich könnte es. Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Und denk immer dran. Wendy! Bob, wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wow! Es sieht schon fast wie ein richtiger Berg aus. Es ist aber noch ein bisschen langweilig. Wir sind noch nicht fertig, Buddel. Der Berg muss noch viel natürlicher aussehen. Deswegen haben wir noch einige Bäume und Sträucher bestellt. Der Vorteil ist, sie verhindern, dass die Erde weggespült wird, wenn es regnet. Komm, Leo, wir gehen und holen die Bäume. Und ich werde Jenny sagen, wie weit wir sind. Buggy, du hast jetzt die Aufsicht. Danke, Bob. Leg noch ein paar Steine und etwas Erde auf die obere Schicht, aber staple sie nicht zu hoch, okay? Okay, Bob. Fertig. Es ist nicht so hoch, wie ich dachte. Ich finde, er könnte höher sein. Dann kann man ihn noch mehr bewundern. Buggy, wir sollten ihn nicht zu hoch bauen. Es ist ein Berg, er muss groß sein. Aber was ist, wenn Bob das nicht will? Ein großer wilder Bär braucht einen großen Berg, damit er sich wohlfühlt. Kommt schon. Nur noch ein kleines bisschen höher. Na gut, okay. Wenn der Bär sich dann wohler fühlt und nicht mehr ganz so wild ist. Heppo, solange es nur ein kleines bisschen höher wird. Ja, legen wir los. Was? Aber wir sind nicht fertig. Bob, Bob! Was ist los, Jenny? Es geht um den Bären. Oh nein, sag nicht, dass er nicht kommt. Doch, er kommt, nur er kommt nicht wie geplant nächste Woche. Er kommt schon heute. Was sollen wir nur tun? Nein, nein, er ist noch nicht hoch genug. Ich dachte, diese Steine sollten um das Becken gelegt werden. Wir brauchen noch ein paar mehr. Also ehrlich, Buggy, der Berg ist jetzt ziemlich hoch. Weißt du was? Echte Berge sind noch 100-mal höher. Und er soll doch so echt wie möglich aussehen. Du möchtest doch nicht, dass der Bär traurig ist, oder, Heppo? Nein, natürlich nicht. Dann bauen wir den Berg höher. Ich glaube, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Hier kommt noch ein Stein. Jetzt kommt die nächste Schaufel. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir liegen gut in der Zeit. Wir kriegen das Gehege rechtzeitig fertig. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los. Und, Buddel, gehen die Lichter? Oh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar, okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig. Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool! Danke, Wendy! Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy!
Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte! Die Stützbalken brechen zusammen. Oh, Heppo, beweg dich langsam weg. Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter. Oh, keine Sorge, ich fange ihn auf. Nun machen Sie schon, Herr Brauer. Wenn ich so lange lächle, wird dein Gesicht noch starr. Ja, sehr schön. So ist es gut. Hoffe ich. Na, wie fühlt sich das an, Buggy? Einfach toll. Du weißt, ich liebe ihn, den Da-da-da-da. Buggy, das Werkzeug heißt Bohrer. Das kannst du dir leicht merken, weil du damit gut durch Beton bohren kannst. Oh ja, das weiß ich doch. Kann ich jetzt anfangen, Bob? Kann ich anfangen? Ich bin so aufgeregt. Ich werde nervös, wenn Buggy so aufgedreht ist. Er ist jedes Mal aufgedreht, wenn er mit dem Bohrer arbeitet. Was ist der Bohrer? Der Da-da-da-da. Nein, der Da-da-da-da ist der Da-da-da-da. Nein, das ist nur das Geräusch, das er macht. Er macht ein Geräusch. Der Da-da-da-da, ich meine der Bohrer, hör mal. Sei einfach nicht zu aufgedreht, bitte. Also, Buggy, du musst bis zur Schnur hier bohren, sonst kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Verstanden? Ja, verstanden, Bob. Kann ich jetzt anfangen? Ich will was kaputt machen! Ich meine, vorsichtig kaputt machen, natürlich. Darf ich? Bitte, 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 bitte! Okay, Buggy, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Welche denn, Bob? Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Schön langsam, Buggy. Wir müssen nicht bis zur Mitte der Erde graben. Ist das tief? Oh! Oh. Pass auf, Buggy. Ich meine nur, sei vorsichtig mit dem Da-da-da-da. Oh, ist ja gut. Du musst nicht so schreien. Das macht so viel Spaß. Tja, sie geht, Bob. Sie geht nur nicht so, wie es sein müsste. Ich sehe mal nach. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Ich drück diesen Knopf, schalte den Strom ein. Neuer Versuch und los geht's. Sieht gut aus. Tja, siehst du, manchmal geht es ganz schnell. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen.